Willkommen hier in der Volkswagen Arena, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie zu dieser heutigen Begegnung. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Wolfsburg gegen Bayern München. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Gib uns doch mal eine kurze Einschätzung von dir zu den Bayern, Buschi. Sie liegen richtig gut im Rennen um die Meisterschaft. Wir haben ja schon mehr als die Hälfte der Saison gesehen. Und das könnte was werden, wenn sie weiter so gute Auftritte hinlegen. Hier die Anfangsformation der Wolfsburger. Torhüter ist Kun Castells. Robin Knoche spielt mit John Brooks in der Abwehr. Renato Steffen steht im Zusammenspiel mit Josip Brekalo auf dem Flügel. Und ganz vorne werden sie es heute mit einem Stürmer versuchen. Mal sehen, ob er sich gegen die Abwehr da vorne durchsetzen kann. Bayern München beginnt heute mit dieser Aufstellung. Im Tor ist Manuel Neuer. Javi Martinez spielt mit Jerome Boateng in der Abwehr. Serge Gnabry steht mit Kingsley Coman auf dem Flügel. Und ihr einziger Angreifer ist Robert Lewandowski. Anstoß Wolfsburg, kann losgehen hier. Abgefangen, gut gemacht. Kimmich. Und jetzt Boateng. Goretzka. Lukas. Und da auch schon das erste Foul. Freistoß. Wenige Minuten gespielt erst und wir sehen schon eine ganz frühe Verwarnung. Das heißt, es wird schwierig für ihn. Jetzt muss er in jedem Zweikampf aufpassen, ansonsten ist das Spiel heute frühzeitig beendet. Javi Martinez jetzt. Pavard. Serge Gnabry. Goretzka. Ja, da ist er zur Stelle. Ballgewinn. Buschi, kurz mal zu Robert Lewandowski. Was traust du ihm heute zu? Wie wichtig er für sie ist, zeigt natürlich auch der Blick auf die Statistik. 25 Tore hat er in dieser Saison schon erzielt. Bestwert teamübergreifend. Müller, klasse. Macht sich ganz lang. Was für eine Parade. Kimmich führt aus. Ballgewinn, gefährliche Position. Serge Gnabry. Das könnte die Führung geben. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Müller. Gnabry. Komm mal. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Jetzt Robert Lewandowski. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Gnabry. Diese Führung eigentlich keine große Überraschung. Nein, das ist der beste Sturm der Liga. Da zeigt sich sein Selbstbewusstsein. Er hat den Gegenspieler einfach stehen lassen. Und macht die Bude auch noch selbst. Sehr gute Aktion.
Der FC Bayern damit jetzt in Führung. Den Ball spielt er raus. Und da kommt er an den Ball. Ja, da müssen sie aufpassen. Gnabry. Erste Erfolge hat Wolfsburg ja schon, aber so richtig zufrieden ist man dennoch nicht. Ja, ich weiß nicht, ob die eigenen Ansprüche da nicht so ein klein wenig im Weg stehen. Kommt mir oft so vor, als hätte man zu hohe Ziele, zu hohe Ansprüche. Für mich gehören die nicht zur absoluten Spitze. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Roussillon. José Brekalo. Er spielt heute an seinem Geburtstag. Ballverlust. Gnabry. Leon Goretzka. Weg ist der Ball. Roussillon. Das könnte was werden. Gefährlich. Ja, das könnte was werden jetzt. Da kommt die Hereingabe. Oh, das sah vielversprechend aus. Ballverlust Bayern München. Lewandowski jetzt. Die Bayern mit dem Ballverlust. Da gehen sie dazwischen. Kimmich. Schwache Aktion, Ballverlust. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Hier gibt es den Freistoß für Wolfsburg. Lewandowski, Gnabry. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht 1:0. Damit steigen wir ein in die zweite Hälfte. Die Bayern mit dem Anstoß. Goretzka. Und Javi Martinez. Pavard. Müller. Thomas Müller ist ja nicht nur Torschütze, sondern gerne auch Vorbereiter. Ja, kann den Ball auch auf engem Raum behaupten und ja, wirklich dann perfekt für seine Mitspieler auflegen. Robert Lewandowski. Ja, passt auf. Ja, da war noch einer dran, gibt Ecke. Kimmich führt aus. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Ballverlust Bayern München. Javi Martinez, pass auf, gute Aktion. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Sie wollten den Ball, sie haben den Ball. Goretzka ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Er passt ihn auf den Flügel. Braun Weghorst. Renato Steffen. Den Ball blockt er. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Aber Schlager. Schönes Zuspiel hier. Abseits. Was für ein Glück, der wäre durch gewesen. Jetzt muss er hier neue Impulse setzen. Sie liegen hinten und er versucht es mit einem Wechsel.
Goretzka. Thomas Müller. Und jetzt Lewandowski. Der Schiedsrichter entscheidet auf Vorteil für die Münchner. Da holt er den Ball zurück. Jetzt der Ballverlust. Jetzt nochmal die Bayern. Lewandowski mit der Chance. Auch da zeigen sie wieder ihre Klasse. Unfassbar, was die da offensiv veranstalten. Auch heute wieder. Und das ist einfach ein Weltklasse-Tor. Allerdings die Abnahme technisch perfekt. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Roussillon. Brooks. Renato Steffen. Klasse vom Verteidiger. Blockt die Flanke ab. Jetzt gibt es einen Eckball. Klasse Stimmung hier, Buschi. Was sagst du zu den Fans? Das ist schon der Wahnsinn, was die für einen Lärm machen. Das kann einer Mannschaft helfen. Ecke kommt ins Zentrum. Da können sie klären. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Er gibt Abseits. Pavard. Wieder so ein klasse Pass. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Klar sind sie hier vorne. Kurz vor Spielende. Es sieht alles richtig gut aus. Deine Einschätzung? München wird dieses Spiel vermutlich gewinnen. Und das zu Recht. Es ist ein klasse Auftritt. Guter Pass. Chance zum Anschlusstreffer. Gehalten. Es gibt Einwurf. Der Ball ist im Aus. Die Wolfsburger stellen um. Es gibt einen Wechsel. Und schauen wir mal, wie sich diese Umstellung auf dem Rasen auswirkt. Steffen. Jetzt könnte die Flanke reinschlagen. Sieht gefährlich aus. Renato Steffen. Es geht manchmal um Zehntelsekunden. Hier war er zu früh dran und deswegen steht er im Abseits. Die Bayern mit dem Ballverlust. Die letzten 5 Minuten sind eingeläutet. Roussillon. Felix Klaus. Wout Weghorst. Gute Aktion jetzt. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Vorteil, die Wölfe bleiben am Ball. Bayern München mit dem Ballgewinn. 3 Minuten Nachspielzeit sind hier jetzt angezeigt. Das macht er gut. Die Chance. Unglaublich. Was war das denn? Hat ja gar nichts gestimmt. Lewandowski. Guter Vorstoß jetzt. Jetzt das Zuspiel für Lewandowski.
aber da steht, das Spiel ist zu Ende. So haben sie sich das vorgestellt. Sie gehen heute als Sieger vom Platz. Verdient, denke ich. Klar, sie haben auch Chancen zugelassen, aber ihre Möglichkeiten einfach besser genutzt. Wie hast du Lewandowski heute gesehen in diesem Spiel? Mit dem Tor hat er natürlich seinen Anteil zum Sieg beigetragen, ist doch klar.